hat denn das programmiert? Guck dir diesen Ekel an. Oh Gott, oh Gott. Wenn ich den Fernseher ausmache, bist du dann sauer auf mich? Das passiert, wenn man Kinder einfach vor den Fernseher setzt als Babysitter. Einfach weitergehen, nicht hinterfragen. Dieses Spiel macht mich fertig. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge und hoffentlich endlich mal letzten Folge, aber ich weiß es halt nicht, von The Door in the Basement. Jetzt muss ich schauen, wo ich gespeichert habe. 5. Mai, 9.51 Uhr, war ich so schlau, habe das ganz oben gemacht. 9.51 Uhr, ich glaube, ja. Aber das hieß das Schlachthaus, glaube ich, habe ich nachgeschaut. Ui, ich hatte eben ein Spiel, das war so ein bisschen wabbelig. Und jetzt bin ich hier so schnell unterwegs. Was war denn hier nochmal Sache? Jetzt muss ich jetzt hier runter? Moment. Ich glaube, hier kam ich her, ne? Bin ich nicht auch irgendwo vorbeigelaufen? Ne, warte mal, ich bin zurück zum Speicherraum gelaufen, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr so sicher. It's locked. Was ist das? I've seen more of those shambling things. Ich habe noch mehr von den Viechern gesehen, die so attackiert haben. Das haben wir gelesen, ne? Like some kind of enforcer. I've tried to fight back against them. Aber ich habe versucht, gegen sie zu kämpfen, aber nichts hat funktioniert. Alles, was ich tun kann, ist laufen oder verstecken oder warten, dass sie sich mal da wegbewegen. Hallo? Ich habe vergessen, es in meinem Ohr leiser zu machen. Es ist sehr laut. Ja, ich glaube, das war richtig, weil das kenne ich noch nicht. Wenn ich hier gerade schon mal so rumstehe, mache ich das mal einen kleinen Tacken leiser. So. Nee, lassen wir mal auf, man weiß ja nie. Oh, hallo Händchen, ich glaube, ich habe noch ein Auge für dich. Ja. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Und was durch das Fenster passiert, was durch das Fenster geht, hat Konsequenzen. The unnatural leaves. Wenn man das unnatürliche, nee, übernatürliche, ja, ich hasse das. Vorhin konnte ich noch super spontan übersetzen. Also nochmal. Es hinterlässt etwas auf der Seele, wenn man etwas Übernatürliches sieht. Zeuge davon wird, so, mein Gott, hier. The man with no face is patient. Der Mann ohne Gesicht hat Geduld. His work is seine Arbeit ist delikat, but he will claim what is his in the end. Aber er wird sich das nehmen, was seins ist. Also ganz am Ende wird er das tun. Der Mann ohne Gesicht, ist das der Bombenspieler? Habe ich noch eins? Nein? Okay. Aha, noch mal zum Übersetzen. I've been searching for other people for what feels like, Mother. Ich habe nach anderen Leuten hier gesucht, was sich mittlerweile nach vielen Monaten anfühlt. Ich habe angefangen, die Hoffnung aufzugeben. Aber endlich habe ich jemanden gefunden. Mehrere? They wouldn't tell me the names. Sie wollten mir ihren Namen nicht sagen. Sie haben sich hier unten versteckt und sie sagen, sie wissen, wie ich wieder nach Hause komme.
Unglücklicherweise ist dieser Weg auch durch das Abattoir. War das? Doch, ich meine, es hieß Schlachthaus. I really don't want to go. Ich will da wirklich nicht wieder hingehen. Aber wahrscheinlich habe ich keine andere Wahl. I should be able to find my way into the abattoir by taking the elevator up to the higher floors. Also wir sollen den Aufzug nehmen zu den höher gelegenen Ebenen. Es gibt einen Aufzug. Dann die Treppe. Oder war das? Nee, das war das, was wir jetzt gerade gemacht haben, oder? Da so ein bisschen. Sind wir in der letzten Folge irgendwo hochgefahren, um dann die Treppe da zu nehmen? What are the chances that everything I need to fix the elevator will be in the I'm so tired, I don't know how much of... Ja, Markus lebt immer noch, auch wenn er schon sehr müde ist. Oh, guck mal, da ist der Aufzug. Moment, wo kam ich denn her? Da kam ich her, ne? Da ist der Aufzug, hier geht's noch weiter. Ich dachte, da könnte hier wieder jemand stehen, aber gut. Es ist immer noch zu laut in meinem Ohr. Ich sehe ein Auge. Hör ich mich? Ja. It's locked. Okay. Ich hasse euch. Ich habe da oben noch so viele Optionen gehabt. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der mich da rauskickt. Oder er runterkickt. Radio, ein bisschen Musik, bitte. Auch schon wieder so viele Möglichkeiten, auch wenn die locked sind. Alle Sicherungen sind da, okay. Laden, alle oben. Mein Zettel, ole ole. Ah, so viel Text, oh ja, das freut mich. Mein neuer Freund sagt, der Weg nach draußen geht durch ein Portal. Das Portal ist wahrscheinlich unten, ganz unten an der Basis von dem Schlachthaus. Heißt das Schlachthaus? Jetzt muss ich das nochmal schauen. Surrounded by large, checked, umgeben von großen Steinen. Was heißt Abattoir auf Deutsch? Abattoir heißt auf Französisch Schlachthof. Gut, ich spreche es jetzt nicht Englisch aus, sondern Französisch, aber es heißt Schlachthof, nicht Haus, aber ist dasselbe. Wo war ich? Die Steine. This makes a protein. Das macht das Erreichen des Portals vom Boden aus unmöglich. Aber das Portal ist von oben erreichbar. Er sagt, ich muss mich beeilen. Hier unten, change until I become like a, oh, weil je länger ich hier unten bin, desto mehr besteht die Gefahr, dass ich so wie die anderen werde. Aber dann bin ich ja unbesorgt, ne? Once claimed by this place, I won't be able to return to the world. Also wenn ich wenn mich dieser Ort einmal eingesammelt hat, ja, also dann bleibe ich halt hier. If I'm able to get inside make my way to the top, I could jump off into the portal. Okay, also wir wollen in den Schlachthof und dann nach ganz oben, um dann in das Portal zu springen. Ja, das was wird, ich weiß ja nicht. Honestly, I'm not sure I have the energy. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir noch die Energie haben, das zu tun. Even trying. Finding a way inside the place and making my way. So, wir haben immer noch nicht den Karton für unsere Schwester, unseren Vater, warum wir überhaupt hier reingegangen sind. Nee, doch, den haben wir eingesammelt, ne? Aber dann war die Tür zu oder so. All for a chance that this
guy might somehow know what he's talking about. Also wir sind so ein bisschen skeptisch, ob dieser Kerl hier wirklich weiß, wovon er redet, aber naja, wir haben ja jetzt keine andere Chance, ne? Weil hat er schon ein paar Mal erzählt, er weiß noch nicht mal so genau, wie lange er jetzt die ganze Zeit hier ist. Es ist viel zu viele Optionen. Viel zu viele Optionen. Und hier steht überall keiner. Das heißt, irgendwann steht hier wieder einer und ich erschrecke mich wieder zu Tode. Und ich rede, damit ich mich gleich nicht erschrecke. Mhm. Ich hatte aber schon die Taschenlampe an. Nix. Könnt doch einfach die Augen zumachen und laufen. Ein Numpad? Keypad needs power. Okay. Wer hat eben eine Tür aufgemacht? Von euch hier? Ah. 4308. 4308. Du bist doof, du blödes Ding. 4308. Ich bin später wieder total kaputt, wenn ich mich so doll erschrecken tue. Ach so, 4308. Die Sicherungen waren woanders. 4308. 4308. Wo waren die denn? Waren sie in dieser Etage? Was ist das? Das ist so ein Stuhl. 4308. Dum, 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 dum. Hallo? Nee? Okay. 4308. War das? Hatte ich unendliche Ausdauer? Du wärst weg. Hi. 4308. Dieser Schrecken, ne? Das zieht bis in den Magen. Dieses Spiel ist echt gut eklig gemacht. 4, 3, 0, 8. Aua. Ein Zettel. Patient Benjamin Taylor. Ich hab schon wieder vergessen, hieß der Patient immer Benjamin Taylor. Der Patient hat signifikante, lass mich hier rum mit deiner Scheißtür, signifikante Fortschritte gemacht, seit er die neue Medizin und Behandlung bekommen hat. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Discussing what happened, has become much easier. Und, zu diskutieren, was da in diesem Green Valley Wald passiert ist, wurde viel einfacher für ihn. Er versteht jetzt, was passiert ist, war ein kompletter Unfall und dass es nicht seine Schuld war. Das Monster, was er glaubt, die Monster, die er glaubte, die dafür zuständig, die dafür verantwortlich waren für die Attacke, die Minish, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich vermute jetzt einfach mal, dass er jetzt verstanden hat, dass es diese Monster angeblich nicht gibt. Weil he still doesn't know what it, weil er immer noch nicht weiß, was es war, muss er einfach zugeben, dass er wahrscheinlich einfach nur Sachen gesehen hat. I believe the patient will soon no longer requires these sessions. Ich denke, dass der Patient jetzt nicht mehr länger diese Sitzung benötigt. Ah, ich habe vergessen. Beim letzten Mal stand ja einer hinter mir, als ich fertig gelesen habe. Nope. Okay.
Na. Wieso wohnst du hier? Bitte lass diese Tür auf. Ach du Heilige. Ach du. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich weiß nicht, was ich speichert habe. Nein. Ich bin zum ersten Mal gestorben. Okay, ich kann nicht traurig gucken. Menno. Ich weiß nicht mehr, wo das jetzt war. War es jetzt einfach hier direkt schon? Nein. Checkpoint, doch, warte mal. Checkpoint, hat er gesagt. Ich gehe da einfach mal, ne? Oh Gott, oh Gott. Alter. Ich habe mich eventuell in eine Sackgasse reinmanövriert. Zappelt der da jetzt noch rum oder nicht? Oh. Ich glaube, das war die falsche Richtung. Nee, das war die falsche Richtung. Da kann man ja nicht durch. Warum? Was? Wieso zuckelst du jetzt hier auch rum? Wo bin ich denn? Ich habe den Überblick verloren. Geh weg, lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Ist mir egal. Du kannst mir gar nichts. Ich glaube hier. Ich glaube hier. Keine Ahnung. Ich glaube einfach weiter. Hier ist ein Schloss drauf, ne? Ja, super. Hä? Hey? Ist das, wo ich herkam? Den nicht irgendwo einsperren. Okay, warte mal. Okay, da ist der Frengel. Ob der mich hört, wenn ich schleiche? Ich habe keine Ahnung. Ich hasse Schleichen. Wenn er jetzt gleich wieder kommt, muss ich wieder rennen und habe wieder alles vergessen. Ich weiß nicht. Achso, 4308. Das heißt, da hinten ist. Hier. Hier geht's rein, auf jeden Fall. Ins Gebiet. Kannst du hier auch durch? Ja! Ex mir doch am Arsch. Er ist so widerlich, wie er läuft, ne? Es ist einfach so ekelhaft. Nee, du kannst mich mal. Hier kann ich dich nicht irgendwie blenden. Siehst du mich hier? Wer hat denn das programmiert? Guck dir diesen Ekel an. Okay. Wir schleichen jetzt.
Er ruckelt da auch alleine mit sich rum, ne? Er ist hinter der Tür, oder? Ja, okay. Also egal, ob ich schleiche oder nicht. Ihr seht's, und das ist wieder die Tür, wo ich herkomme. Ne, lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Lass los, lauf. Ging es dann hier lang? Aber hier war doch zu. Ah, okay, hier bricht er dann auf. Dann geht's vielleicht hier weiter. Ja, Aisha, guck. Mach auf. Das ist mein Safe Space. Du kannst mich mal. Ah. Backrooms, ja. Tolle Backrooms. Die vielleicht noch ein Auge rum oder so. Zettel. Ich bin müde, ja. Mein Körper fühlt sich zu schwer an, um sich zu bewegen. Aber ich muss mich weiter nach vorne bewegen. Das sage ich mir weiterhin selber. Hör auf mit den Scheißgeräuschen. Aber warum? Ich werde hier sowieso nicht rauskommen. Ich fange an zu glauben, dass die Insassen hier recht haben. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich mir niemals so viele Sorgen um mich selbst gemacht hätte, so much with, if I had never concerned myself so much, ich hätte mir niemals so viele Sorgen machen sollen hier über die Flucht, dass ich hier weg will. Maybe I wouldn't feel this crushing weight, aber dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht dieses erdrückende Gewicht auf mir spüren. What is that worry about when I've got nothing left to lose? Worüber sollte man sich Sorgen machen, wenn ich nichts zu verlieren habe? Ich bin müde. Na? Jemand da? Jemand da? Jemand da? Jemand da? Nein? Hat sich so angehört. Ich frage mich, was mit dem Aufzug war, ob ich ihn hätte anklicken können, wenn ich nicht runtergefallen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hallo, ich wusste es. Entweder der eine oder der andere hier. Gut. Wenn ich den Fernseher ausmache, bist du dann sauer auf mich? Ja, natürlich. Es tut mir leid. Das ist die Fernsehsucht, liebe Kinder. Das passiert, wenn man Kinder einfach vor den Fernseher setzt als Babysitter. Kann ich auch nicht wieder anmachen. Ja, super. Das macht dann einfach aggressiv. Hätte ich das doch einfach mal ausgelassen. Angelassen. Warum lasse ich dem armen Mann nicht seinen Fernseher? Ich bin doch selber schuld. Was denn? Bitte? Wo? Wer? Ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's gehört. Ich. Keine Ahnung, dich. Ich gehe einfach weiter. Einfach weitergehen, nicht hinterfragen. Das habe ich am Auge gesehen. Fein. Natürlich gehe ich da jetzt hoch, ja? Klar? Ja. Dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich fertig. Ja.
Ein Zettel. Aha. Es wird bestimmt nichts passieren, wenn ich diesen schönen Zettel lese. Ich weiß nicht, was Relented heißt. Relented. Ich bin, ja, irgendwas ist er heute. Letter will arm back with me. Once again, der Offer, er hat ihr Angebot angenommen. Wessen Angebot? Ein Auge zu opfern, um die Wahrheit zu erfahren. Ja, wahrscheinlich, ihr habt es alle schon kapiert. Ne? Ich blitzbirne jetzt noch nicht. Deswegen haben die alle keine Augen, weil die ihre eigenen Augen geopfert haben an dieses Händchen, um die Wahrheit zu erfahren. Jetzt weiß ich die Wahrheit. They revealed to me that there is no way out. Sie haben mir offenbart, dass es keinen Weg nach draußen gibt. Wenn du einmal dort bist, dann kannst du nicht mehr entfliehen. All that's left is to wait and let yourself be taken by the man with no face. Alles, was bleibt, ist zu warten und von dem Mann ohne Gesicht, wahrscheinlich der Puppenmacher, ne? Auf den zu warten, dass der uns holt. I wonder what more I could learn for my other... Oh, ich frage mich, was ich noch lernen kann für mein anderes Auge. Scheiße, Markus hat sein Auge geopfert. Would it offer me some comfort? At least I wouldn't have to look at this cursed place any longer. Ja, zumindest müsste er sich dann diesen verfluchten Ort nicht weiter anschauen, ne? Okay. Ist jetzt jemand hier? Nee? Es ist passiert dann, wenn ich nicht damit rechne. Dieses Spiel hat es echt gut gemacht. Hier bricht doch eine Wand. Nee, da. Hier ist doch auch irgendwer. Was ist das? Gibt der Elevator Knöpfe? Ah, okay. Jetzt habe ich ein bisschen Seelenfrieden. Wahrscheinlich fehlte da was beim Aufzug. Ich habe eine Taschenlampe. Warum laufe ich eigentlich im Dunkeln rum? Ist es da, wo ich runter durchgebrochen bin? Wie bin ich denn da jetzt wieder hingekommen? Mein Hals macht Geräusche. Ich rülps euch nicht ins Ohr, falls ihr das gerade gehört habt. Ein Zettel, ja, wie schön. Seite, na, Page after Page up. In the green scroll. The only thing you make out are the words. Don't worry about it. Faintly signed M. Oh, ich glaube, Markus lässt immer mehr nach. Also komische Seiten mit irgendwas komischem drauf. Das Einzige, was du wirklich so ein bisschen erkennen kannst, ist, sorge dich nicht. Aber sei unbesorgt. Heißt das, wir lernen Markus auch noch kennen? Gleich hier, so bestimmt. Hat er das mit einem Auge oder blind geschrieben? Weiß schon wieder jetzt nicht mehr, wohin, wo lang. Oh, hallo Entchen. Der Fahrstuhl. Gab es da nicht auch hier irgendwo einen Speicherort?
Okay, erst das Händchen. Ein Schluck Kaffee. Sekunde. Es ist ein delikater Prozess. Twisting a person into something, also eine Person in etwas anderes zu verwandeln. Most lose. Die meisten verlieren sich selbst. Prinzip takes hold and they become nothing more than was. Die Apathie tritt ein und sie sind nicht, sie werden zu nichts mehr als zu diesen Zombies wartend auf die Ernte. Also die werden ja irgendwie verfüttert da. Ne? Others react more. Andere reagieren mehr gewaltsam. Cover twisted into towering monstrosities. Das sind wahrscheinlich die anderen. Einmal die, die wieder eine, der vorhin Fernsehen geguckt hat und dann die mehr mit Gewalt reagieren, sind diese Ekelviecher, die so, so zappeln und auf einen zuwackeln. Some would discard them as failed, but the man with no face is resourceful. Manche würden sagen, dass das, also da ist das halt schiefgegangen, ne? So sollte das nicht sein, aber der Mann ohne Gesicht ist resourceful. Ist ressourcenvoll? Nein, ich komme gerade nicht drauf. Aggression can be harnessed and used to keep the cattle in check. Why so away such valuable assets? Warum sollte man so, warum sollte man die halt wegschmeißen? Aber was ist denn mit denen? So, gab's hier nicht irgendwo eine Spaßmehrruhe, Speichertür? Na gut, dann gehen wir halt zum Fahrstuhl. Ja, als ob jetzt da nicht hinter mir irgendwas kommt. Was los? Okay. Ich bin wohl mit dem Aufzug hier wieder runtergerasselt. Ah nee, war ich hier nicht auch schon mal? Oh, Taschenlampe funktioniert noch, das ist ja geil. Meine Speichertür. Ihr Lieben, wir haben es immer noch nicht geschafft. Ich will das nicht mehr spielen. Es ist gut, es ist, erschreckt mich, aber ich will das einfach nicht mehr spielen. Ach gut. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Thank you.